Hallo, ich bin der Marc von Aus dem Leben gefilmt und ich habe euch heute ein Videolicht mitgebracht, das man auf die Kamera schnallen kann, das aber nicht nur warmweiß und kaltweiß kann, sondern auch RGBW-fähig ist und zusätzlich noch ein paar andere tolle Funktionen mitbringt, die wir uns jetzt gleich alle mal zusammen anschauen werden. Als allererstes am besten mal ein kurzes Unboxing. Ich zeige euch, was drin ist und habe dafür ein kleines lustiges Video für euch erstellt. Bis gleich. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was alles in der Verpackung von diesem kleinen Wunderlicht hier ist. Also wir haben hier diese RGBW-fähige Lampe mit einem verbauten Akku, der 140 Minuten lang hält. Und an der Seite dran haben wir sowas wie einen Fuß, den man auch nach unten wegklappen kann, um dann hier den mitgelieferten Blitzschuhadapter, da ist er, den Blitzschuhadapter, den man dann da dran schrauben kann, um das Ganze auf der Kamera zu befestigen. Das ist natürlich adjustable, also wir können das justieren, wohin wir möchten. Da sind wir hier bei dieser Lampe ganz flexibel. Also wir haben hinten eine Anzeige von 1 bis 100%, die wir ganz fein einstellen können, wie hell die Lampe wirklich leuchten soll. Und das finde ich wirklich sehr gut gelöst. Viele haben nur 3, 4, 5 Helligkeitsstufen. Hier haben wir quasi 100 Helligkeitsstufen. Zusätzlich wird die Kelvinzahl auch genau angezeigt, dass man hier exakte Werte einstellen kann. Dann werfe ich jetzt mal mit ein paar Werte um mich. Wir haben hier eine 12 Watt LED-Lampe, also alle LEDs zusammen haben eine Energie von 12 Watt. Und die Haltbarkeit ist mit 50.000 Stunden angegeben, also ich glaube nicht, dass die einer von uns jemals erreichen wird. Oft fragen auch welche nach dem Cri-Wert und der ist hier bei 96 angegeben laut Hersteller. Und die Lampe wiegt 260 Gramm. Damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was die Lampe alles drauf hat, bin ich mal damit unter eine Brücke gefahren mit meinem Auto als Model mit einer Entfernung von 8 Metern und bin mal diverse Farben durchgegangen, um euch einfach mal zu zeigen, wie hell ist die Lampe, wie gut ist die Ausleuchtung, wie flexibel bin ich. Und dazu habe ich die Lampe auf ein Lampenstativ geschnallt. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich hatte ja auch erzählt, dass es noch andere Funktionen gibt. Zum einen haben wir hier das Police Car. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Dann können wir ein Gewitter simulieren. Man kann natürlich durchgehende Farbverläufe darstellen. Emergency Car geht natürlich auch. Fire Truck geht natürlich auch. Falls ihr mal eine Szene habt, wo der Protagonist vor einem Fernseher sitzt, gibt es hier diese Option, einen Fernseher zu emulieren. Ja. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist der Teelicht oder der flackernde Lichteffekt. So, ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Eindrücke von dieser Lampe da lassen. Solltet ihr Fragen dazu haben, bitte gerne an mich. Produktlinks, wo ihr die kaufen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, Fragen einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, auf alle zu antworten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer Marc.